Vor 6 Monaten habe ich hier die ersten Videos online gestellt und heute hat der Kanal fast 600 Abonnenten. Ich möchte das als Gelegenheit nutzen für eine kleine Reflexion und Zwischenbilanz. Hallo und herzlich willkommen zu 6 Dimensionen in Farbe. Mein Name ist Hannes Schmidt und ich erkläre euch die Gedankenwelt von Burkhard Heim in verständlicher Sprache und anschaulichen Beispielen. Erstmal vielen, vielen Dank an alle Abonnenten und regelmäßigen Zuschauer für euer anhaltendes Interesse an diesem schwierigen Thema Burkhard Heim. Als ich vor vielen Jahren begonnen habe, mich mit seinen Arbeiten zu beschäftigen, da gab es kaum sekundäre Darstellungen oder Aufbereitungen des Materials. Also habe ich irgendwann beschlossen, wenn ich will, dass da gutes Material verfügbar ist, dann muss ich das wohl selbst kreieren. Euer Feedback, eure Kommentare in den letzten 6 Monaten haben mir gezeigt, es war der richtige Weg, es in Form eines YouTube-Kanals zu probieren. Am Anfang jedes Videos sage ich in verständlicher Sprache und in anschaulichen Beispielen, an manchen Stellen, muss ich selber zugeben, konnte ich dieser Maxime nicht immer treu bleiben. Und einige von euch haben das auch bemängelt. Ich möchte dazu Folgendes sagen. Es ging mir bei der gesamten Playlist A, also Burkhard Heim, die sechsdimensionale Welt, da ging es mir darum, eine Art Lehrvideoreihe zu schaffen, die ermöglichen sollte, sich danach einfacher zu tun mit der Originalliteratur. Ich hatte immer im ganzen Ablauf und habe ich noch das Burkhard Heims Schrift Postmortale Zustände im Sinne, an der ich mich entlang orientiere. Und deshalb habe ich auch einen Großteil von Burkhard Heims Fremdworten übernommen und auch konsequent verwendet und sie auch versucht, möglichst anschaulich zu erklären. Einfach weil ich denke, man versteht Burkhard Heim, wenn man seine Sprache adaptiert. Und wenn man seine Wortschöpfung einfach oft genug wiederholt, dann gewöhnt man sich vielleicht irgendwann an sie, so meine Hoffnung, dass es euch genauso geht und dass ihr die Scheu davor verliert und man sie ganz normal benutzen kann. Als Auflockerung dienten zwischendurch immer wieder Themen, die für sich alleine standen, also nicht Teil der Playlist waren, sondern für sich alleine standen und andere Randaspekte, Reflexionen und Spezialthemen herausgriffen, um das Ganze etwas aufzulockern, interessanter zu machen. Die genannte Videoreihe werde ich übrigens demnächst abschließen, zumindest vorläufig. Ich habe schon öfter angedeutet, worauf es hinausläuft, nämlich auf den Tod des Menschen. Und keine Sorge, es geht danach weiter, also nach dem Tod sicherlich auch, aber auch nach dieser Videoreihe. Ich habe noch viele andere Themen mir überlegt und geplant. Dazu muss ich allerdings auch einiges an Vorarbeit leisten und deshalb, und auch weil es langsam Sommer wird, werde ich meine Videofrequenz in den nächsten Monaten reduzieren. Das heißt, ihr werdet nur etwa alle 2 bis 3 Wochen, ihr werdet alle 2 bis 3 Wochen ein größeres Video von mir bekommen, also im üblichen 10-Minuten-Format. Ein kleiner Ausblick. Ich werde unter anderem versuchen, hier den physikalischen Teil der Heimtheorie vorzustellen, zumindest den Beginn seiner Herleitung. Ich hoffe, das spricht dann nicht nur die Nerds unter euch an, aber ich werde auch weiterhin die einzelnen Themen, die Beispiele und so weiter zwischendurch bringen. Für Anregungen und Themenvorschläge von euch bin ich natürlich auch immer dankbar. Auch für technische Ratschläge und Anmerkungen, Stichwort Intro-Lautstärke. Ich hoffe, ich habe es jetzt langsam auf ein Niveau eingependelt, das die meisten von euch angenehm finden. Ansonsten freue ich mich noch auf viele weitere Videos in 6 Dimensionen und in Farbe.